So, mit den richtig guten Geschenketrends machen wir jetzt weiter, liebe Zuschauer. Und ich denke, dass der ein oder andere jetzt so kurz und knapp vor Weihnachten noch auf der Suche ist nach einem sehr, sehr außergewöhnlichen und vor allen Dingen sehr, sehr besonderen Geschenk. Und gerade jetzt in dieser Zeit möchte man vielleicht auch mal etwas Besonderes verschenken. Und da haben wir ganz fantastische Gerätschaften für Sie aus der Computerwelt. Wunderschöne Modelle, muss man ganz klar dazu sagen. Und da haben wir also wirklich die Creme de la Creme unserer Produkte rausgesucht. Da haben wir die Creme de la Creme und das ist das Geschenk dieses Jahr überhaupt, ein Laptop. Mhm. Weil ein Laptop braucht jeder zum Arbeiten, für die Schule, zum Spielen oder einfach mal im Internet zu gucken, Sachen nachzugucken. Du hast vorhin erzählt, du hast mal irgendeinen Begriff vom Kreuzworträtsel. Das war mir völlig... Arabischer Sackmantel. Arabischer Sackmantel mit drei Buchstaben. Wisst ihr das? Keine Ahnung, ne? Wüsste ich auch nicht. Das kann man dann eben mal schnell googeln. Das Wort googeln ist übrigens im Duden jetzt aufgenommen. Ich habe letzte Woche mal nachgeguckt. Googeln ist drin, boostern, downloaden, all diese englischen Worte, die jetzt den Weg in unsere schöne deutsche Sprache gefunden haben. Naja. Also, als erstes haben wir hier ein refurbished ThinkPad von Lenovo. Wir sehen das mal hier. Ein wunderschönes Gerät. Lenovo ist natürlich bekannt dafür, dass sie Geschäftsrechner machen, und zwar die besten. Hier schauen Sie mal, wie der von außen aussieht, natürlich auch super flach. Hier steht Fett ThinkPad drauf, dass auch jeder, wenn Sie im Café sitzen, sieht, das ist was ganz Besonderes. Wir haben hier mal ein Video laufen. Können Sie mal sehen, wie toll, Moment, ich muss nur auf Play drücken natürlich. Da können Sie mal sehen, wie toll dieses Laptop von der Technik her arbeitet. Das ist also absolut flüssig und kein Ruckeln drin. Und dann bitte ich auch mal darauf zu achten, wie die verarbeitet sind. Also das ist richtig solide Qualität. Und ich werde das mal hier jetzt unseren Damen geben, weil ihr habt auch Laptops zu Hause, ne? Auf jeden Fall, ja. Laptop gehört heute einfach dazu, das ne? stimmt. Muss man einfach haben. Gerade für die Schule und so, ne? Also wo ich noch zur Berufsschule gegangen bin, brauchte ich das auch immer. Ja, ne? Mhm. Das ist es halt, Schule, bei der Arbeit, mit Videokonferenzen, überall braucht man heute Laptop. Und wir haben heute Refurbished-Rechner, ganz zum Schluss haben wir sogar noch ein Neugerät, wo Sie richtig Geld sparen können. Also so ein Lenovo ThinkPad ist schon mal ein ganz besonderer Rechner. Sie sehen das hier, also das sieht man ihm sofort an. Und damit können Sie alles machen. Sie können im Internet surfen, Sie können Videokonferenzen machen, Sie können aber auch, und das ist das Tolle, wir sind ja alle zu Weihnachten vielleicht nicht zu Hause oder unsere Lieben sind weit von uns weg, kann man übers Internet diesen Videochat machen und hier eben in bester Qualität mit diesem Lenovo ThinkPad, weil das halt von der Hardware, also von dem, was drinsteckt, von der Technik her, sehr, sehr ausgereift ist und beste Bauteile drin hat. Aber auch vom Design her und von der Verarbeitung. Das ist ein ehemaliger Geschäftsrechner, den Sie hier jetzt eben, weil er schon mal in Benutzung war, zu diesem absoluten Schnäppchenpreis kriegen können. Schauen Sie mal, der Preis ist 499 Euro. Der kostet neu, ich glaube, 1600, 1700 Euro. 1500 Euro, ja. 1500 Euro. Das ist die unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in dem Fall. Ja, und das kosten diese Rechner normalerweise, weil die halt so gut verarbeitet sind. Und hier können Sie jetzt eben zu einem Verbraucherpreis einen sehr hochwertigen Rechner bekommen. Und das ist ein Geschenk. Da glänzen einem die Augen bei, wenn man das kriegt. Wenn man so ein Lenovo ThinkPad auspackt, schauen Sie mal, das ist wirklich an alles gedacht. Die Tastatur, ich finde, die Verarbeitung von diesen Geschäftsrechnern ist eben so fantastisch, dass man da auch lange was von hat, von der Technik. Und wie gesagt, man braucht es für so viele Sachen, so ein Laptop heutzutage oder ein Computer. Und wenn Sie vielleicht schon einen Computer haben, dann reicht vielleicht ein Computer bei Ihnen in der Familie nicht, weil man muss sich dann absprechen, wer macht Schule, wer macht Arbeit, wer macht Rezepte oder vielleicht wollen Sie auch mal einen Streaming-Film gucken, gibt ja die tollsten Dienste heutzutage. Geht hier mit alles, weil hier wirklich an alles gedacht ist bei diesem tollen, tollen Lenovo ThinkPad. Ja, es macht ganz einfach Spaß mit so einem Gerät im Internet zu surfen, zu arbeiten oder eben für die Schule was zu machen. Ah. Und wie Inge das schon richtig sagt, es ist natürlich gar nicht so einfach, wenn man tatsächlich mehrere Personen im Haushalt hat, dann für jeden einen Rechner zur Verfügung zu stellen. Ja. Im Moment sind die Gerätschaften sowieso sehr schwierig zu bekommen. Sie wissen, Chipkrise und dergleichen. Und wir haben sie lieferbar. Wir haben sie zum Sonderpreis heute für Sie. Und wir haben, wie gesagt, gerade schon die unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers bei einem Neugerät dieser Kategorie angesprochen. Die liegt bei knapp 1.500 Euro. Pearl.de ist da schon sehr, sehr günstig für Sie und für uns unterwegs mit knapp 570 Euro. Aber Sie sind ja hier bei Pearl TV.
Und das bedeutet, Sie sparen noch mal bares Geld. Noch mal 60 Euro geben wir nach, wenn Sie jetzt hier zum TV-Sonderpreis das bestellen. Ist unglaublich, für diesen Preis einen so hochwertigen Rechner, der eben Ihnen auch Sicherheit gibt. Der ist gut verarbeitet und von der Technik her können Sie den über Jahre hinaus benutzen. Vielleicht haben Sie irgendeine alte Möhre zu Hause, ich sag mal alte Möhre zu Hause rumsetzen, wenn Sie da irgendein Dokument aufmachen oder eine Internetseite laden, das dauert ewig. Und wenn so ein Dokument, sagen wir mal, mehr als 5-6 Sekunden dauert, dann werden Sie das schätzen wissen. Wenn Sie jetzt wieder einen neuwertigen Rechner bekommen, da geht das eben klack und es ist da. Ja, ne? Ja. Und gerade jetzt im Internet, das macht einen riesen Unterschied, was für einen Rechner man da hat. Der ist also wirklich für alle Ansprüche super geeignet hier. Ein toller Universalrechner, der eben allen Ansprüchen genügt, ist von Lenovo, ein ThinkPad T460. Es ist ein Leasing-Rückläufer, deswegen heißt es da REF am Anfang, das steht für Refurbished. Kann kaum abwarten, bis Refurbished auch im Duden auftaucht, das Wort. Das bedeutet, der wurde schon mal gebraucht, ist dann zurückgegeben worden, nachdem die Leasingperiode vorbei war. Wir konnten den zu dem günstigen Preis aufschnappen für Sie und geben den natürlich gerne an Sie weiter. Das ist ein richtig clever Kaufen hier, weil für den Preis, wenn man überhaupt einen Rechner bekommt, sind das eben diese Plastikrechner, sage ich mal. In der Preiskategorie, wo die Scharniere nach einer Zeit wackeln, vielleicht sogar kaputt gehen. Die Tastatur, dann geht irgendwann das Ö nicht mehr oder irgendein Buchstabe. Ja. Das kennt man bei diesen alten Rechnern oder bei den billigen Rechnern. Das ist ein hochwertiger Rechner hier zum super Preis. Ja, ein Spitzenpreis, den wir hier haben, liebe Zuschauer. Hier schauen wir nochmal über die technischen Daten drüber. Das heißt also ein schneller Prozessor von Intel. Der Intel Core i5, es gibt den i3, den i5 und den i7. Hier ist der i5 drin, also gehobene Mittelklasse. Reichlich Speicher für all Ihre Daten, für Ihre Fotos, für Ihre Videos. Ein schneller Motor ist drin, ein schneller Arbeitsspeicher selbstverständlich. Sie haben Windows 10 per se schon vorinstalliert. Also das in Kraft oder in Betrieb nehmen dieses Gerät. Es geht also denkbar schnell. Und das alles eben auch nochmal mit 60 Euro Preisvorteil gegenüber dem sowieso schon günstigen Pearl.de-Preis mit der REF 1506. Und der 569 sind Sie in wenigen Tagen schon ein neuer stolzer Besitzer eines Lenovo ThinkPads. Aber aus dem Hause Dell, ein weiterer Top-Markenplayer, haben wir natürlich ein tolles Gerät, ein etwas kleineres, kompakteres Gerät. Finde ich perfekt, wenn man ihn mobil einsetzen möchte, wenn man unterwegs ist. Aber der hat noch ein kleines Geheimnis. Der hat ein großes Geheimnis. Ein 2-in-1-Gerät ist es. Das ist ein 2-in-1-Gerät, ein großes Geheimnis. Wir haben halt, weil wir diese Refurbished-Rechner haben, haben wir halt nur Markenqualität. Das ist also nicht ein Fitchi-Huzi-Hatsu-Rechner, sondern ein Dell hier in diesem Fall. Und dieser Dell hat ein 12,5 Zoll großes Display, ist sehr kompakt, ganz einfach mitzunehmen. Sie sehen schon, auch der hat tolle Farben, tolles Display. Er sieht hier, wenn Sie den von der Seite sehen, sehen Sie, dass der hier auch so ein bisschen hoch geht. Das heißt, die Tastatur hier ist schon mal so leicht angeschrägt. Das heißt, da kann man besser drauf tippen. Ein wunderschöner Rechner, auch mit ganz tollen technischen Werten, hat natürlich auch eine Webcam drin und alles, also was man heute braucht. Aber du sprachst die 2-in-1-Funktion an. Und dann gebe ich Ihnen mal Jessica. Dir habe ich das gestern gezeigt. Das ist beeindruckend. Ja, ne? Ich war auch sehr überrascht. Ich spanne Sie mal ein bisschen auf die Folter. Aber Jessica wird uns das jetzt zeigen, was man damit machen kann. Kann man nämlich den Monitor abmachen. Und er ist nicht kaputt. Und er ist nicht kaputt, sondern ist jetzt ein Tablet. Und jetzt überlegen Sie mal, Sie haben jetzt hier ein Hochleistungstablet. Dieses Tablet hat eine 256 Gigabyte große Festplatte, hat wie gesagt auch Touchscreen natürlich dann, dass wir hier alles ganz normal wie mit einem normalen Tablet machen können. Es dreht sich, sehen Sie das? Windows hat eben diesen Tablet-Modus drin, dass Sie eben wie beim Ihrem iPad oder bei Ihrem Android-Handy, bei Ihrem Android-Tablet alles eben mit diesen Kacheln machen können, mit diesen Apps. Und da kriegen wir jetzt also ein 2-in-1-Gerät. Wir kriegen ein fantastisches Laptop mit also dem tollsten Tablet, was ich kenne. Guck mal, 12,5 Zoll groß und das ist riesengroß. Und hier haben wir jetzt eben ein riesengroßes und dann eben auch noch mit diesem Speicher. Überleg mal, 256 Gigabyte, das reicht für all deine Fotos und Videos. Das ist übrigens auch eine Sache, die man eben sehr gut machen kann mit dem Laptop oder hier mit diesem 2-in-1 sogar im Tablet-Modus. Fotos organisieren. Du hast, was weiß ich, wie viel, 100 oder 1000 Bilder bei dir auf dem Handy, aber wenn du irgendwas suchst oder jetzt ordnen willst oder mal ein Fotobuch machen willst, vom Handy aus ist das schwierig. Vom Computer aus kann man das eben ganz, ganz einfach machen, vom Tablet sowieso.
Und hier haben wir jetzt dieses 2-in-1, ist übrigens erste Wahl. Das heißt, es ist optisch und technisch einwandfrei, also von einem, für mich von einem Neugerät nicht zu unterscheiden. Es sieht nagelneu aus. Die Tastatur selber hat dann, also wenn der Akku in dem Tablet mal alle sein sollte, dann stecken Sie es einfach in die Tastatur. In der Tastatur ist nämlich selber auch nochmal ein Akku. Das verlängert dann nochmal die ganze, die ganze Sache. Und gerade durch dieses Touchscreen kann man jetzt eben mal, hier sehen wir einen Wetterbericht zum Beispiel, das ist eher deprimierend. Danke, Jessica. Kein Problem. Da kann man dann eben auch mal, weil es eben Touchscreen ist, den Text größer und kleiner machen. Wenn du mal auf eine Webseite gehst, da unten ist irgendwo ein Browser. Sie kennen das auch, sie blättern irgendwas nach und dann ist die Text so, der Text so klein oder Fotos. Und das kann man dann eben auch mit dieser Zwei-Finger-Geste richtig reinzoomen und den Text wieder größer machen. Ich finde es ein ganz, ganz tolles Tablet. Auch hier für Streaming natürlich hast du einen viel größeren Bildschirm als alle anderen Tablets, die ich kenne. Und es ist von Dell. Es ist absolut, hier sehen wir mal, wie man reinzoomen kann. Das ist einfach toll. Das kennen Sie von Ihrem Handy. Jetzt können Sie das auch hier auf Ihrem Computer machen. Überleg mal. Und schauen Sie mal die Qualität von diesem Monitor an. Da kommt also kein normales Tablet nicht mit. Da macht Bilder angucken auch gleich mehr Spaß, weil du es halt richtig groß siehst. Ne? Ja, ja. Das ist also so toll, dass wir hier also dieses 2-in-1 haben. Wir haben ein Tablet, für das man eben alles machen kann, mal auf dem Sofa lümmeln kann und trotzdem also technisch hochwertig unterwegs ist. Und das macht man ja heute schon, ne? Ja. Das machen die Mädels ja mit Sicherheit auch, oder? Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ja. Ganz schön viel. Ja, ihr macht ja auch Instagram und was weiß ich. Also das kannst du hier schon ja alles mitmachen, ja. Ne? Ja. Zwei hervorragende Kameras, eine nach vorne, eine nach hinten, wie Sie es von Ihrem Handy kennen. Es ist einfach, macht Spaß, mit dem zu arbeiten. Ich habe den noch nie gesehen, ich bin begeistert. Gestern haben wir das erste Mal vorgestellt, Jessica, und das hat richtig Spaß gemacht, weil es halt so ein universelles Gerät ist. Ein Laptop und ein Tablet, beides mit größttechnischen Teilen drin. Du hast eine richtige Festplatte drin. Ich finde allein die Kombination großartig. Also wenn ich jetzt meinen Schriftverkehr mache, meine E-Mails und dergleichen oder eben mal meine Haushaltsverwaltung oder eben ganz normale Textverarbeitung, dann habe ich eben ganz gerne eine vollwertige Tastatur, einen Laptop, wo ich mir auch das Display so einstellen kann, wie es gerade passt, je nachdem, wie ich gerade sitze, wo ich gerade arbeite. Wenn ich aber dann doch vielleicht mal ein bisschen mehr ins Vergnügen reingehe, mal so in den Abend hinein, meine Serien anschaue, so beim Streamingdienst oder sowas, muss ich zugeben, ist so ein Tablet schon um ein Vielfaches praktischer, weil es leichter ist, leichter in der Hand zu halten. Wenn ich abends im Bett liege und mir nochmal meine 40 Minuten Serie oder was anschaue, bevor ich dann schlafe, habe ich doch lieber so einen schönen Tablet-Computer in der Hand, in der Größe, in der brillanten Farbauflösung, als dann gleichzeitig einen kompletten Laptop da zu haben. Also zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen, finde ich großartig. Ich finde die Größe großartig, das heißt hier perfekt zum Mitnehmen, perfekt für zu Hause. Der berührungsempfindliche Bildschirm ist sensationell und das alles zu einem fantastischen Preisgefüge. Natürlich reden wir jetzt hier von einem Dell, liebe Zuschauer. Es ist ein Dell Latitude, das heißt also hier also die absolute Premium-Linie von der Firma Dell, ein absoluter Global Player. Also wer einen Dell kauft, der weiß, da muss man richtig tief in die Tasche greifen. Hat natürlich auch eine unverbindliche Preisempfehlung, wo man noch mal ein bisschen schlucken muss. Knapp 2.300 Euro ist da die unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Nochmal in Zahlen formuliert, 2.300 Euro, da muss eine alte Frau lange für stricken. 650 Euro aktuell bei unseren Kollegen von Pearl.de. Wir bieten sie Ihnen aber nochmal 50 Euro günstiger an und Sie bekommen diesen Dell Latitude. Die 2-in-1-Lösung, Laptop und Tablet in einem mit fantastischen Werten. Natürlich mit Webcam, mit allem ausgestattet, was ein moderner Rechner heutzutage braucht. Nochmal 50 Euro günstiger für noch nicht mal 600 Euro. Porto und Versand kostenfrei. Natürlich geliefert und das noch pünktlich vor Weihnachten, wenn Sie Wert drauf legen. Ref 1516 und die 569. Und jetzt haben wir schon Lenovo und Dell angesprochen. Es gibt noch einen dritten Global Player und der heißt Hewlett-Packard. Auch die Jungs verstehen ihr Handwerk, ne? Das kann man so sagen. Der ist das erste Mal im Fernsehen heute. Ich habe ihn heute Morgen ausgepackt. Schauen Sie mal, wie schick der ist. Er hat ein Aluminiumgehäuse. Das ist der schickste HP, den ich bis jetzt gesehen habe. Absolut elegant hier. Der sieht so rassig aus, kann man schon sagen. Ne? Super flach natürlich. Und dieser Rechner hat jetzt, also von den technischen Werten her, ist das, sagen wir mal, wirklich mal ein Ferrari da. Weil der ist absolut so, also jetzt für gehobenste Ansprüche geeignet. Das heißt, wir haben hier einen riesen Festplatte, also wir haben 256 GB Festplatte. Das ist der Speicher,
der da drin ist, mit 16 Gigabyte. Und auch diesen Rechner werde ich dir mal geben, Jessica. Die beleuchtete Tastatur fällt mir gleich auf. Die beleuchtete Tastatur, großartig. Da ist an alles gedacht. Der hat also wirklich alles drin. Der hat eine Bang & Olufsen Soundanlage drin. Mhm. Bang & Olufsen kennen wir alle. Das sind so die Stereoanlagen, wo man immer sabbernd vor dem Schaufenster steht, sage ich mal. Da kostet halt so ein Verstärker, sage ich mal, der kostet nicht 400 Euro, der kostet 1500 Euro. Und dieses Klangsystem haben die jetzt hier bei HP in diesen Elitebook mit reingebaut. Wir haben 14 Zoll Bildschirm. Das ist also, ich finde diese 14 Zoll Größe fantastisch, weil das ist kompakt genug, dass man es eben überall hin mitnehmen kann, aber eben auch groß genug, dass man alles sehr gut drauf sehen kann. Dieser Rechner, ich sagte, das ist also die Creme de la Creme von den technischen Werten, was wir hier jetzt haben, ist sogar schon so weit, dass der Windows 11 kann. Das heißt, wenn Sie den nach Hause kriegen, können Sie einen Knopf drücken, dann wird der sich updaten auf Windows 11. Das sind nicht viele Rechner, die das im Moment können. Der kann das. Das ist auch ein Verkaufsargument für diesen Rechner. Wäre für mich ein Verkaufsargument, dass ich da eben über Jahre hinaus... Windows 10 ist gut, ist toll, aber es läuft halt irgendwann 2026, 2027 aus, glaube ich. Mit Windows 11 ist halt das nächste System, was noch nicht raus ist, aber man kann sich schon runterladen, wenn man einen entsprechenden Rechner hat. Und der kann das. Ich fand, wobei Windows 10 war, glaube ich, das erste Betriebssystem von Windows, wo also auch ein reiner Anfänger schon sehr gut mit zurechtgekommen ist. Bin also auch eher ein reiner Anwender. Mit Windows 10 bin ich hervorragend zurechtgekommen im Vergleich zu den entsprechenden Vorgängern. Wenn man möchte, kann man es eben auf Windows 11 erweitern. Da sind noch mal ein paar zusätzliche Funktionen dazugekommen. Der kann das entsprechend. Und dabei ist er unglaublich schnell. Er ist unglaublich leistungsstark. Also das ist wirklich schon ein Rechner der absolut neuesten Generation. Jessica, du hast eben Musik angemacht. Mhm. Ne? Mach noch mal an, weil das ist nämlich auch das Tolle hier. Da kann man mal dieses Bang & Olufsen-System hören. Und das ist eben das klingt ganz anders. Das sind nicht mehr diese krächzenden Lautsprecher, sondern wir haben hier richtigen Klang eben. Ne? Klingt wie eine Stereoanlage, das oder? Das klingt wie eine, sogar von uns. Wir sitzen jetzt hier 2 Meter weg von dem Rechner. Der klingt eben ganz anders als ein normaler Laptop, die nur diese kleinen krächzenden Lautsprecher drin haben, sage ich mal immer. Und damit ist der Rechner im Prinzip fantastisch ausgestattet, auch für Videokonferenzen, meinen Film in richtig sattem Sound zu hören. Wie gesagt, die anderen Rechner sind für alle Anwendungen hervorragend geeignet, aber das ist halt nochmal eine Schippe draufgelegt und dabei super elegant. Das ist die Premium-Linie von HP, diese Elitebooks, und auch der kostet, also der UVP bei diesem Rechner lag auch bei 1800 Euro. Ja. Und wir haben jetzt eben hier den als Refurbished-Rechner, das heißt als Leasing-Rückläufer, für Sie zum absoluten Spitzenpreis. Und wie gesagt, wir fangen bei 1800 Euro in der unverbindlichen Preisempfehlung an. Das ist natürlich so eine Preisklasse, wo man also wirklich dann dreimal überlegt, ob man tatsächlich zugreift, auch wenn die Features noch so tolle sind. Aber das ist natürlich mal ein ganz anderes Preisniveau. Pearl.de hat ihn auf unter 1000 Euro runter reduziert. Als geprüften Leasingrückläufer, selbstverständlich von einem absoluten Top-Profi, general überholt und absolut top in Schuss. Aber Sie bekommen das gute Stück bei uns hier für 899,99 €. 100 Euro sparen gespart. Damit noch mal zusätzlich 100 Euro extra. Und ich glaube, gerade jetzt vor Weihnachten kann man mit 100 Euro Ersparnis, trotzdem man ein fantastisches Geschenk in der Hand hält oder sich selber natürlich auch mal was leisten kann, noch ein bisschen was anfangen. Ein fantastisches Gerät, ein richtiges Hochleistungsgerät, ein richtiges High-End-Gerät für Anspruchsvolle, normalerweise auch vom Preis her, aber Pearl TV macht das an dieser Stelle gerne und zuverlässig bezahlbar. Ja, es ist ein wirklich Premium-Gerät. Und wenn Sie jetzt sagen, Leasing-Rückläufer, das hat schon mal jemand benutzt, das ist richtig, aber Sie kennen das vielleicht von Autos, wenn mal ein Auto geleast wurde und man gibt das zurück, dann sieht man zu, dass das damit sorgsam umgegangen wird und jeder kleine Kratzer kostet extra Geld. Dieser hier ist erste Wahl, auch wieder optisch und technisch nicht von einem Neugerät für mich zu unterscheiden hier. Der sieht aus wie nagelneu und der arbeitet wie ein nagelneuer Rechner. Wenn Sie mal was Edles haben wollen, dann ist das der richtige Rechner für Sie hier, weil du sparst so viel Geld zur UVP dieses Rechners, das kostet der normalerweise. Und dann eben jetzt noch
durch diesen TV-Sonderpreis sparst du nochmal 100 Euro. Also man zahlt einen Bruchteil davon, was dieser Rechner normalerweise kostet. Das ist richtig cleveres Einkaufen. Und Laptops sind das Geschenk dieses Jahr. Sie sind wahnsinnig schwierig zu bekommen. Und wir bieten Ihnen hier unsere Linie an Laptops an. Die sind alle lieferbar. Wenn Sie die bestellen, sind die in wenigen Tagen bei Ihnen. Wir haben von diesen Leasing-Rückläufern allerdings nur ein begrenztes Kontingent. Die können wir nicht nachbestellen natürlich, weil wir haben halt Leasing-Rückläufer gekauft, ein Kontingent. Und wenn das weg ist, ist es weg. Also müssen Sie auch schnell sein. Ich denke, dieser HP, der ist heute das erste Mal im Fernsehen, wird relativ schnell weg sein, weil er eben so zukunftssicher ist, so, also die Creme de la Creme, ein Premium-Rechner zu einem Verbraucherpreis. Also er ist leistungsstark und ich muss zugeben, ist eine richtige Schönheit. Also ich habe selten mal so einen schönen Laptop gesehen. Die meisten sind schwarz mit einem Logo drauf. Ja, sicherlich auch gute Geräte, aber das hier ist auch optisch mal eine richtige Schönheit, liebe Zuschauer. Und den ja, vor allem wenn du jetzt zur Schule gehst oder Kinder hast, die zur Schule gehen, dann willst du ja auch, dass die mit dem bestmöglichen Material arbeiten. Ne? Aber selbstverständlich. Genau das bekommen Sie hier von uns, liebe Zuschauer, mit allem drin, allem dran, was man braucht. Ein schneller Prozessor, hier nochmal der Intel Core i5-Prozessor, der i3, i5, i7, nach wie vor das Maß aller Dinge. Hier also wirklich gehobene Mittelklasse drin. Das Betriebssystem Windows 10, was Sie gerne auch auf Windows 11 erweitern können, wenn Sie das möchten. Schneller Arbeitsspeicher, doppelt so viel wie an anderer Stelle üblich. Das heißt nochmal richtig extra Reserve für die Aufgaben in der Zukunft. Beim Surfen im Internet absolut sensationell, eine tolle Grafikkarte drin. Man konnte es der Grafik gerade ansehen, also wirklich ein richtiger Augenschmeichler. Und das heute für noch nicht mal 900 Euro. Übrigens Porto und Versand kostenfrei geliefert mit der REF 1517 und der 569. Das waren unsere geprüften Leasing-Rückläufer. Und nochmal, wir arbeiten seit vielen Jahren sehr erfolgreich mit einem der größten sogenannten Refurbisher Europas zusammen, die all unsere Geräte, die wir in den Wiederverkauf geben, zunächst einmal genauestens unter die Lupe nehmen. Es stehen also einige Tests an und erst wenn die Rechner 100% den Anforderungen der modernen Welt entsprechen, dann gehen sie wieder in den Wiederverkauf. Wir haben aber hier bei Pearl TV auch flammneue Ware und da ist es uns tatsächlich vor einigen Wochen, vor einigen Monaten gelungen, einen kleinen Posten sogenannter Apple MacBook Pros zu bekommen und das als flammneue, original verpackte Neuware. Sensationell, einen MacBook Pro zu diesem Preis zu bekommen, ist aber auch wieder mal eine richtige Schönheit. Für mich persönlich in dieser Sendung definitiv das Highlight. Ja, es ist die Creme de la Creme aus der Apple-Welt, kann man sagen. Es ist das MacBook Pro. Hier sehen Sie es schon mal auf dem Bild, so kommt er zu Ihnen. Und wenn ich den Karton jetzt aufmache, ist der wunderschöne Rechner drin. Apple ist ja dafür bekannt, also State of the Art auch Computer zu machen. Also, dass die auch optisch und technisch einwandfrei sind und ganz, ganz tolle Rechner sind. Und schauen Sie mal, der ist aus einem Stück Aluminium gebohrt, gefräst und gelasert. Wie schön der ist. Also super, super flach. Und das ist jetzt das MacBook Pro. Es ist nicht das MacBook Air, das ist die normale Variante, sondern das Pro, also das größte und stärkste, leistungsstärkste Laptop, was Apple macht. Ein nagelneues Gerät und wenn ich den aufmache, geht er auch schon sofort an. Schauen Sie mal diese Farben an. Das ist also, Sie kennen das vielleicht von Ihrem Laptop. Wenn Sie da ganz nah rangucken, sehen Sie so kleine Pixel. Das sieht aus wie ein Foto. Diese ganzen Programme bekommen Sie mit dazu. Die sind da schon im Lieferumfang enthalten. Spiele, Textverarbeitung, Fotobearbeitung, Tabellenkalkulation. Es ist alles dabei und alles von Apple. Das heißt, hier ist der Computer mit der Software ideal gepaart. Und Apple ist auch dafür bekannt, dass es sehr einfach zu bedienen ist. Sie haben hier praktisch keine Lernkurve drin und können sofort loslegen. Mit dem Internet, mit Fotos, mit Konferenzen, um ihre Lieben zu sehen. Und Jessica, ich gebe dir auch diesen Rechner mal. Ich weiß, das ist gefährlich, weil immer, wenn ich den rübergebe, wird es schwierig, den wiederzubekommen. Das stimmt. Das ist das MacBook Pro, ein nagelneues Gerät. Wir zahlen natürlich den Versand und es kostet unter 1.000 Euro. Und das müssen Sie sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Es gibt einen Laptop, ein MacBook Pro hier für unter 1.000 Euro. Das ist die Premium-Klasse. Das ist jeder, der Sie mit diesem Laptop sieht, wird Sie beneiden, weil man das von außen sieht, dass das ein MacBook Pro ist. Und Jesse zeigt uns mal gerade eines der neuen Features, die wir hier haben bei diesem Rechner. Das ist dieser sogenannte Touchbar.
Schauen Sie mal, Sie brauchen jetzt nicht mit der Maus. Praktisch, oder? Sie müssen nicht mit der Maus irgendeinen Lautstärkeregler oder Helligkeitsregler regeln. Das können Sie da oben. Da oben hat Apple einen kleinen Monitor nochmal eingebaut, mit dem man eben dann, je nachdem, was man machen will, zeigt es da die unterschiedlichen Anwendungen an. Es ist also typisch für Apple, eine Innovation hier eben zu machen. Seit Apple Computer macht, ne, revolutionieren die das Computerwesen. Muss man wirklich so sagen, weil die immer mit neuen Sachen kommen. Ja. Ob das Computer sind oder Tablets oder das iPhone, da braucht man gar nicht drüber zu reden. Und hier mit dem MacBook ist es ganz genauso. Es ist total anwenderfreundlich. Das Gewicht ist auch sehr wichtig. Der ist so leicht. Also wenn Sie den die Treppe hochtragen, das werden Sie gar nicht merken. Er hat eine SSD-Festplatte drin. Das bedeutet auch natürlich, dass er sehr wenig Energie braucht. Dadurch hält der Akku hier über 10 Stunden. Das reicht dann schon mal, wenn man mal 12 Stunden Akku haben wir hier drin. Das reicht dann auch mal, um mehrere Filme zu gucken, wenn man auf Reisen ist. Er hat, was ich verdammt wichtig finde, Apple hat diese Technologie, das nennt sich Rapid Start. Das ist also schneller Start. Ja. Das heißt, ich mache den auf und kann sofort loslegen also zur Arbeit. Also muss ich nicht erst hochfahren und erst mal warten, nicht bis erst er da hochfahren, ist? Weil wenn ich eine Idee habe, will ich die sofort aufschreiben. Ja. Oder wenn ich mit irgendjemandem einen Skype machen will, muss ich, Moment, ich muss erst mal den Computer hochfahren und dann, oh, die Kamera ist nicht reingesteckt, oh, die Lautstärke ist nicht richtig. Nein, den machen Sie auf und können sofort loslegen. Das ist speziell bei Apple hier. Ich finde, das ist der coolste Computer, den es gibt. Ist es auch. Liebe Zuschauer, das kostet normalerweise auch ein kleines Vermögen, muss man ganz klar sagen. Wenn man sich also für Apple entscheidet, dann weiß man nicht nur, dass man fantastische High-End-Qualität bekommt und eine fantastische Verarbeitungsqualität, eine Materialqualität und eine richtige Schönheit. Da weiß man aber natürlich auch, dass der Preis entsprechend happig ausfällt. Und so ist das auch bei dem MacBook Pro. Der liegt normalerweise bei knapp 1.650 Euro in der unverbindlichen Preisempfehlung des Herstellers. Wir sprechen von Neuware und das tut Pearl.de selbstverständlich auch. Die haben das gute Stück schon für knapp 1.100 Euro für Sie im Programm. Das heißt also schon mal gute 500 Euro Ersparnis per se schon. Sie bekommen den aber hier bei uns bei Pearl TV für unter 1.000 Euro. Unter 1.000 Euro für ein MacBook Pro. Das ist ein echter Deal hier. Also Sie können gerne Preise nachgoogeln. Wir scheuen da keinen Preisvergleich. Das ist unglaublich, dass wir den zu diesem Preis hier haben. Wir haben noch ein Kontingent verfügbar. Wenn das weg ist, ist es natürlich weg. Und das hier ist auch wieder so ein Weihnachtsgeschenk. Das ist was ganz Besonderes. Ja. Wir sprechen hier von der Premium-Klasse an Rechnern. Das ist also wirklich das Tollste und Beste, was es gibt. Und hier eben für unter 1.000 Euro. Das ist ein unerhörter Preis. Da kann man auch mal, wenn man Windows-Benutzer ist und denkt, ach, Macintosh wollte ich immer schon mal ausprobieren, aber die kosten ja 2.000, 3.000 Euro. Das ist jetzt mal eine gute Gelegenheit. Und wie gesagt, es ist alles aus einem Hause. Es ist alles von Apple, was hier drauf ist. Und damit können Sie sofort loslegen. Es ist alles bereits installiert und Sie brauchen nichts Neues zu kaufen mehr dafür. Es passt alles zusammen. Da passt einfach alles zusammen. Wir haben noch den Sprachassistenten sogar drin. Siri, kennst Siri, du vom iPhone? Ich liebe Siri. Ich mache fast alles mit Siri, um ehrlich zu sein. Ja, da kannst du einfach fragen, wie wird das Wetter morgen? Oder mach mir mal eine Erinnerung. Ich glaube, nächsten Freitag muss ich zum Zahnarzt. Alles ist da drin. Das ist halt diese Apple-Welt, kann man es nennen. Ne? Ja, genau das inklusive, ist es. Inklusive dieser, dass du den Support von Apple kriegst. Also wenn du Schwierigkeiten hast, kannst du Apple anrufen. Du kannst in einen Apple Store gehen, in ein Apple Geschäft gehen und nach Hilfe fragen, weil denen ist das egal, wo du den gekauft hast. Mhm. Die wollen halt, dass du ein glücklicher und zufriedener Kunde bist. Ja, du bist Teil einer Gemeinschaft, einer eingeschworenen Gemeinschaft, der Apple-Jünger sozusagen. Ja. Ja, also einmal Apple. In der Regel immer Apple. Bei mir ist es zumindest so, es hat angefangen mit dem iPhone 1 seinerzeit. Ich meine, das müsste 2006, 2007 oder was gewesen sein. Mittlerweile zog sich das komplett durch. Ich möchte es nicht mehr hergeben, sage ich Ihnen ganz ehrlich. Die iPads finde ich großartig und jetzt so ein MacBook Pro mal für unter 1.000 Euro zu bekommen. Also ich persönlich nenne das einen unglaublichen Deal und bin überrascht, dass wir überhaupt noch welche da haben. Wobei also die Stückzahlen rapide runtergehen. Ich glaube, eine knappe Handvoll haben wir noch. Und wenn die weg sind, werden wir diesen Preis auch so aber nicht mehr halten können. Du hast es gesagt, du hast das iPad, du hast das iPhone erwähnt. Das sind so Sachen, die sind innovativ. Die sind richtig innovativ und sind sofort Welterfolge. Mhm. Und mit dem MacBook Pro ist es ganz genauso. Das ist auch ein Rechner, der ist so innovativ und toll, dass wir hier eben eine andere Welt haben, muss man wirklich so sagen. Ja. Habt ihr auch Apple? Ja. Ja, natürlich, wie aus einem Mund. Ja. Also ein iPhone habe ich auf jeden Fall. Ja, weil es so einfach und toll ist. Genau. Ne?
Da kann man eben alles ganz einfach mitmachen. Und hier, wie gesagt, Rapid Start Technologie, das Design. Es ist ein nagelneues MacBook Pro. Es ist kein MacBook Air für unter 1.000 Euro. Und da müssen Sie jetzt zugreifen, liebe Zuschauer, weil das ist tatsächlich die letzte, oder das sind die letzten Stückzahlen. Es ist eine knappe Handvoll noch da. Und wenn Sie den für unter 1.000 Euro noch haben möchten, um sich selber vielleicht einen Gefallen zu tun, um sich selber mal etwas Gutes zu gönnen, etwas richtig Leistungsstarkes zu gönnen, etwas Außergewöhnliches zu haben, womit man definitiv auffällt. Oder vielleicht möchten Sie es auch gerne zu Weihnachten unter den Baum legen. Ich glaube, da freut sich jeder drüber, egal ob Einsteiger oder absoluter Profi. Jessica hat es schon versteckt. Ja. Die ZX4067 und die 569 wäre dafür die passende Bestellnummer. Wir freuen uns auf Ihre Bestellung kostenlos natürlich und wünschen Ihnen ganz viel Vergnügen mit Ihrem bestellten Rechner.